Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten, liebe Alanya-Fans. Ich bin heute in Conakry. Mal wieder, und zwar zeige ich die gleiche Wohnung von Dr. Ulrich. Er möchte es entweder verkaufen oder jetzt inzwischen auch vermieten. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden. Es ist eine 4+1 sehr schöne Wohnung. Wir haben hier vorne keine Straße, die zu laut ist. Von hier bis zum Strand, lass mal 100 Meter, 150 Meter sein. Er möchte gerne natürlich auch seine persönlichen Sachen gerne wieder nach Deutschland mitnehmen. Sag Shahin, hier bitteschön, die Wohnung wird genauso angeboten. Nur ein paar persönlichen Sachen nehme ich mit und die zeige ich euch dann gleich. Wir gehen gleich im Eingangsbereich und legen von dort los. Also bis gleich. Ich stehe direkt im Eingangsbereich. Ich habe ja auch letztes Mal auch gezeigt, wir haben hier auch eine Rampe, insgesamt 5 Stufen und gelangen direkt in unsere Penthouse rein. Alles bleibt, was ihr seht, hier stehen. Und hier geht es nach oben zu unserem Schlafbereich. Wir haben hier Hauswirtschaftsraum und hier unsere Waschmaschine. Ja, ist von Garnier, ist auch eine gute Marke. Gehen wir mal weiter. Also die Möbel sehen ja top aus. Wir haben hier unten gleich auf der rechten Seite unser erstes Badezimmer mit Tageslicht. Wir haben hier noch ein Schlafzimmer. Die komplette Wohnung ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. Also wird es auch nicht mal kalt. Wir haben jetzt Mitte November und hier drin haben wir ungefähr 24, 25 Grad. Toll. Ja, Möbel bleiben alles hier stehen, bis auf die persönlichen Bilder, die nehmt ihr natürlich mit. Genauso sein Sprecher oder beziehungsweise Lautsprecher hier, die möchte ihr auch gerne mitnehmen, sein Surround-System. Aber Fernseher, alles bleibt hier stehen und das mit dem Kaffeemaschine muss ich erstmal mit ihm abklären. Ja, so schaut es hier aus. Wir haben auch eine große Küche, ja, Siemens E-Geräte, ist alles da. Wir haben auch genügend Platz hier zum Arbeiten. Man könnte hier sich sogar zu dritt aufhalten. Sieht gut aus. Jetzt gehen wir mal zu unserer Terrasse. Hier könnt ihr eure Zeit genießen. Mit wunderschönem Meerblick. Also allein mal für 3 Monate hier zu leben ist top. Ihr müsst natürlich erstmal bei mir anrufen. Weil, übrigens, lieben Gruß an Matthias. Der Matthias hat es für die ersten 3 Monate angemietet. Also bis Februar. Nach Februar können wir natürlich hier euch dann auch anbieten. Einfach vorher anrufen und ihr müsst natürlich einen Termin vereinbaren. Jetzt gehen wir mal weiter nach oben und dann zeige ich die obere Schlafzimmer und dann reden wir über den Preis. Wir sind obere Etage. Gleich hier links haben wir nochmal ein Badezimmer. Hier haben wir eine Jacuzzi, Dusche, WC, Waschbecken. Ist alles da. Hier ist unser zweites Schlafzimmer. Auf der linken Seite haben wir einen kleinen Kleiderschrank, schönes Bett aus Echtholz. Ja, sieht auch gut aus. Hier bleibt alles stehen, wie es da steht. Wird nichts mitgenommen, bis auf die persönlichen Fotos. Dann haben wir hier unser zweites Schlafzimmer. Die würde ich sogar als Gästeschlafzimmer nehmen. Breites Bett. Ja, wir wiederholen uns immer wieder. Wir haben ja schon hier ein Video aufgenommen. Da haben wir auch einen schönen Meerblick hier. Die Aktivitäten, was die Anlage anbietet, könnt ihr anhand von unserem vorherigen Video anschauen. Die werde ich auch bei unserer Information mit reinnehmen. Ihr müsst nur draufklicken, dann seht ihr im Video, was hier alles angeboten wird. Dann haben wir hier ein größeres Badezimmer. Das ist ein Master Bedroom mit Bad und Suite. Hier links haben wir schöne Schränke, Badezimmerunterschrank, große Dusche, wo man sich auch gemütlich hinsetzen kann. Das ist ja natürlich als Hammam gedacht und als Sauna. Ja, mit Tageslicht. Toll, sauber, gepflegt und sieht auch gut aus. Dann haben wir hier unsere Master Bedroom. So, jetzt kommen wir zu wichtigen Details. Diese Schränke und diesen Tisch wird mitgenommen. Stattdessen kommt hier noch ein Bett rein. Ist doch was. Ja, Master Bedroom. Da haben wir hier noch ein Sofa. Ja, 2 Stühle und da drüben haben wir unseren Schrank. Die Bücher werden natürlich auch mitgenommen. Ist ganz klar. Wir haben draußen noch eine Markise stehen. Sieht auch gut aus, dass die Hitze nicht so reinknallt. Ja, Sitzmöglichkeiten insgesamt für 4 Personen und einen Tisch. So schaut es aus. Da drüben fischen sie wieder gerade.
Ja, wunderschöne Mehrblick. So, jetzt kommen wir zu dem Preis. Also der Preis für diese Immobilie beträgt 2000 Euro pro Monat, die Mieteinnahme. Wer sich dafür interessiert, kann sich natürlich gerne bei mir melden. Wer dafür interessiert, natürlich ist es ja so, dass wir hier auch einen Plan machen müssen, weil wir haben den Matthias, der ab dem 1. Dezember hier einziehen möchte. Das wird vielleicht am 15. Dezember, müssen wir natürlich mit dem Eigentümer klären. Und ab dem Februar oder Mitte Februar wird die Wohnung wieder frei. Wer bei mir vorher anruft und Termin vereinbart oder die Anzahlung schickt, kriegt natürlich für weitere 100 Tage diese Wohnung. So schaut es aus. Und wer sich dafür interessiert, nicht lange warten, Telefon in der Hand schnappen und anrufen. Wichtige Sache wäre noch, wer sich dafür interessiert zu kaufen, aber möchte erstmal hier drinnen wohnen, wäre auch gar nicht mal so schlecht, ja. Ich muss erstmal leben, mal anschauen. Oder ich möchte gerne Objekte aus Antalya kaufen und Alanya kaufen, aber möchte erstmal eine schöne Wohnung haben. Bitteschön, gerne doch. Ja? Also, bis zu meinem nächsten Video. Alles Gute.